Wollen wir zum Bäcker gehen? Bäcker enttäuscht. Morgen. Oh Mann, was ist das für ein Wetter? Boah, es regnet in Strömen seit gestern Abend. Marken jetzt? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich werde jetzt einen Zettel oben ran machen, dass bei Bedarf muss geklingelt werden. Anders sieht es auf alle. Ich kann jetzt nicht hier unten stehen die ganze Zeit und warten bei Regen. Da kommt eh keiner. Na, dann machen wir das mal. Zettel schreiben. Was ist der Zettel? Der Mist wird da geschlossen. Telefonnummer da drunter. Kleben mal an und dann legt man nach oben oder mal zum Bäcker. Das ist eindeutig Mistwetter. Schaut euch an. Wolfgang, mal los! Schnell nach Hause! Wolfgang, du bist nass! Bis später! Na, da rennst du ja der Wolfgang weg. Läuft schon die Treppe runter hier. Ja, ich muss die Tür machen. Klitsche nass! Eieiei, Linse putzen. Was Katastrophe ist das? Katastrophe. Luki, ist Katastrophe, ich bin total nass. Ich weiß, ich bin nicht auch rausgegangen. Bah.
meditative 15 Minuten waren das. Schnödet Akten sortieren. Ach, Polizist Reborn. Geboren 1895 in Gelitz. Bestattung. Okay, das ist alles nicht. Fertig. Das ist ja bekloppt, ey. Mann, was ist denn heute für ein Tag, ey? Was für ein Wetter. Papa, sowas hätte ich gerne. Meine Güte. Warten auf Kundschaft. Papa, oh. Da sind Sachen drin für den Hund. Bestimmt. Ja, das kann man nicht hören. Wo ist der Mikas Rad? Da ist der Mikas Rad. Die einzige Aufgabe, die ich heute wohl machen werde, ist hier Tretlager rausholen. Kubahara Shita Rahmen, total zerstört. So geiles Ding. Ich finde den so toll. Aber hier, wenn sich einer damit nicht auskennt, sieht das hinterher so aus. Auf ihr Bogen. Rausgerissen. Auf schlimmste Art und Weise. Rinje droschen den Rest der Stütze. Hier unten ist auch noch ein Loch drin. Hier im Rahmen, da unten an der Seite. Richtig viel gutes Material abgeschafft. Schönes Frühstück, aber nur noch Deko. Die Gabel ist geil. Gabel finde ich gut. Und die Tretkurbel möchte Mika haben. Mal schraube ich ihm ab. Tretkurbel abschrauben. Kein Problem. Mika, nur für dich. Wie macht man den Tretkurbel abschrauben? Zuerst. Die Dinger hier lösen. Die Mutter. Die muss man erstmal lösen. Ah, die müssen raus. Ach Mensch. Ja. You want one? Yes. Okay. Can we do this? I don't know how much time I will ride. So, I give you the money for until 9, but if I come later, you give me the proportional. Do you understand? Not really. Not later. Really. Okay. Anyway. Ja, tut mir leid, jetzt hat 17 Minuten gedauert, der ganze Schnulli. Ich hab tatsächlich heute ein Fahrrad vermietet. Yeah, erster Umsatz heute um 6. Uhr, 18 Uhr. Na, ich war ja nicht da, ist ja meine eigene Schuld. Da wären bestimmt noch zwei, drei Leute gekommen. Bla 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 bla. Glaube ich aber nicht. Denn die da waren, die hier waren, die haben ja geklingelt. Ist ja fast freiwillig abgefallen, ne? Das ist schon wirklich extrem, die Blätter.
Ja, Mika, ist runter, kannst du abholen? Wenn du noch Zeit hast, ich bin hier. Ja, und der ist leider total Asche, total zerstört. Der Rahmen ist wirklich leider hin. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Das Lager ist auch nicht mehr. Ja, nicht jammern. 1987. Dezember 87. Ich habe den Übeltäter schon ermittelt. Das Problem, ich weiß nicht, ob ich es darstellen kann, hier. Es glänzt mich so an. Es sieht aus wie Glas. Was ist es? Glas. Mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht. Mehr muss es auch nicht sein in Berlin. Schlauchwechsel. Ein kleiner, süßer Schlauchwechsel. Was hat der Tentar gemacht? Den kannst du nicht alleine lassen, nehme ich mal. Darf ich mal die Fensteranlage zeigen? Hier befindet sich hier am freien zur freien Verfügung sozusagen. Und das Körbchen ist auch recht nett. 21 Uhr machen wir zu, nicht 19 Uhr. Da ist das Landstückchen. Eigentlich ein schöner Rahmen, ein alter schöner Rahmen. Ja, ein Vitas, nicht Vitus, ein Vitas. Vitas. Hinterrad, Zinkspeichen. Innen ist rausgebröselt, die haben wir schon entfernt. Ach, hier ist sie. Alle Speichen sind durch. Okay. Man müsste alle zentrieren. Okay. Ich habe der guten Dame abgeraten, das zu machen, weil Zinkspeichen zentrieren, das würde das zwei. Zwei sind es. Oh. Hier, eins. Zwei. Ja, was willst du denn bloß? Na, was denn? Nee, vergiss es. Nein, haben wir gesagt heute nein. Nein, es geht nicht. Nein, du brauchst ja auch nicht rütteln an mir. Nein. Fällt kein Jahr runter. Kannst fressen. Ja. Dann knabberst du. Nein. Das ist ein Schwachsinn, ey. Oh. Dann knabber ich so ein Blödsinn. Wer will denn eine Freundin, die knabbert? Das ist ja lächerlich. Das ist total instabil. Oh Mann, das ist ärgerlich. Keine gute Arbeit, gefällt mir nicht. Ein treuer Gast in diesem Etablissement ist dieser wunderschöne Freikopfaufbau, den ich noch vor 6 Jahren gebaut habe. Ich zeig's noch mal in die Kamera. Ey, das ist gut abgebremst, auf alle Fälle. Das muss neu. Fahrt. Würde mal sagen, genug für heute. Also, wir sehen uns morgen. Bis dann.